In den USA herrscht noch immer der wilde Westen. Ein armer Mieter kann innerhalb weniger Tage aus der eigenen Wohnung vom Vermieter auf die Straße gesetzt werden. Wild West, sage ich. Ist das so? Schauen wir uns die Details in diesem Video an. Let's get into it. Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Ich liefere dir auf meinem Kanal hier Immobilieninformationen aus den USA aus erster Hand, denn ich wohne, lebe und investiere selbst in Immobilien hier im Großraum Philadelphia an der Ostküste der USA. Ja, auch ich habe Mieter rauswerfen müssen. War das schön? Nein. War das notwendig? Absolut. Wenn du das jetzt pauschal als böse und gemein empfinden solltest, dann empfehle ich dir, das jetzt hier abzuschalten, weil andernfalls triggern dich meine Aussagen im weiteren Verlauf des Videos ungemein. Also, für alle anderen, weiter geht's. Was ist eine Eviction überhaupt und wie läuft sowas ab? Nein, in den USA herrscht nicht der Wilde Westen. Ja, hier ist die Eviction ein ganz normaler Prozess, klar definiert, von Anfang bis Ende. Es gibt Zwischenschritte, es gibt Fristen, es gibt Vorgaben, aber es ist nicht der Wilde Westen. Beide Seiten haben kein Interesse an einer Eviction. Das heißt, weder der Mieter hat ein Interesse, ganz klar, aber auch der Vermieter hat kein Interesse an einer Eviction. Die kostet bloß Zeit, die kostet Geld und die kostet manchmal sogar Nerven. Von daher, keine Seite möchte eine Eviction. Deswegen sollte die Eviction der letzte Prozess sein oder der letzte Schritt eines Prozesses sein und möglichst auch vermieden werden. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Aber das gehört doch zum Investieren und Vermieten dazu. Manche Mieter lassen es drauf ankommen und pokern hoch. Sehr hoch. Es gibt in den USA Bundesstaaten, in denen wird das Eigentum von Leuten mehr geachtet und dann gibt es wiederum andere Bundesstaaten, das sind Investoren und Vermieter, also Leute, die Wohnraum erhalten und schaffen. Ja, das sind halt da die Bösen. Aber dieses Video hier soll nicht irgendwelche politischen Polarisierungen unterstützen, das ist null politisch, hier geht es wirklich nur um den Prozess einer Eviction. Wie läuft der ab? Und da nehmen wir ein Beispiel aus meinem eigenen Bestand. In diesem Video hier gehe ich bewusst nicht auf die Gründe für diese Eviction ein. Wir schauen uns nur den Prozess an, wie der ablief. Die Gründe, naja, ich sag's mal so. You motherf***ing piece of get out of my house. Hier schauen wir uns nur an, wie es ablief. Wir investieren hier in den Bundesstaat Pennsylvania. Also das Eviction Law, es gibt kein bundeseinheitliches, also kein Federal Law, was irgendwie Eviction reguliert. Es gibt ein paar Vorgaben, aber die Eviction an sich, der ganze Räumungsprozess, das ist Bundesstaatensache. Und da gibt es kein einheitliches Vorgehen. Wie gesagt, wir investieren hier in Pennsylvania, im Großraum Philadelphia. Das heißt, hier gilt Pennsylvania Gesetz. Auf der anderen Seite des Flusses Delaware, der so durch Philadelphia fließt, der Fluss heißt Delaware, da liegt der Bundesstaat New Jersey. Das heißt, man muss nur über die Brücke fahren nach New Jersey und da gelten schon wieder andere Gesetze. Das heißt, andere Fristen, andere Prozessordnungen, was auch immer. Wie gesagt, es gibt kein bundeseinheitliches Eviction Law, sondern nur Bundesstaaten und vielleicht sogar bis runtergebrochen auf County und auf Township-Ebene. Das heißt, Bundesstaat, Bundesland, dann kommen unten noch die Gemeinden. Da kann das Gesetz immer variieren. Von daher, es gibt nichts allgemeingültig. Was ich dir heute hier vorstelle, gilt für Pennsylvania, kann aber auf der anderen Flussseite, hier in diesem Fall in New Jersey, schon wieder komplett anders aussehen. Vorab, wenn dir meine Themen gefallen, meine Videos gefallen, dann lässt du mir am besten einen Like da. Wenn du allerdings Vermieter grundweg einfach nur hast, ja, da gibt es ja noch den Dislike-Button, oder? Kommen wir zum Prozess an sich. In diesem Fall geht es um einen Mieter, den haben wir in einem Duplex, also einem Zweifamilienhaus sozusagen mitgekauft. Wir haben den Mieter mit übernommen, mitsamt seinem Mietvertrag. In seinem Mietvertrag hatte der Mieter noch drinstehen, dass er auf Month-to-Month-Basis da wohnt. Das heißt, innerhalb von 30 Tagen hätte der Mieter kündigen können, aber auch der Eigentümer. Und jetzt bieten wir natürlich immer als erstes den Mietern einen neuen Mietvertrag an, der auch zeitlich befristet ist. Zeitlich befristet heißt 12 oder 18 Monate. Weil wir als Investoren haben natürlich ein gewisses Interesse, dass die Mieter lange bleiben. Wenig Turnover, weil jeder Turnover, jeder Mieterwechsel kostet Geld. Für die Mieter auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Dieser Mietvertrag ist befristet, ja, aber in dieser Zeit kann die Miete weder erhöht noch irgendwas anderes mit reingeschrieben werden. Bei dem bestehenden Mietvertrag wäre eine Änderungsfrist 30 Tage. Das heißt, der Mieter kann kündigen innerhalb von 30 Tagen. Wir könnten kündigen innerhalb von 30 Tagen. Wir kannten den Mieter vom Sehen her und wir haben auch mit ihm gesprochen. Also ich habe persönlich mehrfach mit ihm gesprochen. Er hatte auch meine Telefonnummer bzw. die vom Büro. Hat aber nie angerufen oder nie seine Telefonnummer dagelassen. Das heißt, wir haben nur eins von ihm gewusst, und zwar seine Adresse, weil er hatte ja gewohnt.
Jetzt hat der Mieter weder die Tür aufgemacht, noch hat er auf Briefe geantwortet oder auch mal Nachrichten geschrieben bzw. E-Mails geschrieben. Er war faktisch nicht zu erreichen, obwohl er zu Hause war. Er hat nur mit keinem von uns geredet. Das war der Deal für ihn. Das ist natürlich schwierig, da irgendwas zuzustellen und zu sagen, okay, wir müssen Vertragssicherheit schaffen, wir müssen dich jetzt kündigen. Die sogenannte Notice to Vacate of Month-to-Month Lease, das ist eine Beendigung des Vertrages, wo man keinen Grund braucht. Wir haben einen Vertrag, in diesem Vertrag steht eine Kündigungsfrist drin, innerhalb dieser Frist haben wir gekündigt. 30 Tage wäre Frist, wir haben gesagt 60 Tage, weil zu nett. Die normale Beendigung des Mietverhältnisses war in der Form jetzt nicht möglich, weil er hat auf nichts reagiert. Wir konnten es ihm schicken, er hat es nicht bestätigt und er könnte dann später vor Gericht sagen, er hat ja nie was bekommen. Jetzt kommt noch eine Besonderheit von Pennsylvania, also dem Bundesstaat, in dem wir hier sind. Hier ist es nämlich möglich, ein sogenanntes Posting bei dem Mieter zu machen. Ein Posting, das musst du dir so vorstellen, wie damals der Luther in Wittenberg. Du machst einen Anschlag an der Tür des Mieters. Ein Anschlag ist einfach nur ein Zettel, der an die Tür genagelt wird, beziehungsweise Reißzwecke oder Tesafilm oder was auch immer, dann musst du das nur da sichtbar für den Mieter anbringen, dann machst du davon ein Foto und hast vielleicht noch einen Zeugen dabei. Von daher, das ist Rechtssicherheit hier in Pennsylvania, so kannst du eine Zustellung garantieren. Ja, nach Zustellung dieser Notice to Vacate, das heißt dem Vertragsende, hat der Mieter eins gemacht und zwar, nein, er hat uns nicht kontaktiert, nicht im Büro angerufen oder sonst was, nein, er hat die Mietzahlung eingestellt, das heißt, er hat gar nicht gezahlt. Das war dann der 6. des Monats und in diesem Fall fiel dann die Ehre an mich, auch mal bei dem Mieter vorstellig zu werden. Und in dem Fall hat er die Tür auch aufgemacht. Wir hatten eine kleine nette Unterhaltung à la "You motherfucking piece of get out of my house." Ja, wie gesagt, die Details und Hintergründe, was da schiefgelaufen ist und wie das im Detail abgelaufen ist, dazu gibt es ein zweites Video. Fakt ist, nach diesem Tag, nach diesem 6. Dezember, bin ich mit einem Scheck von dem Mieter aus dem Haus gegangen, habe seine Mietzahlung bekommen, habe natürlich keine Late Fee von ihm bekommen, sondern wirklich nur den Scheck und übrigens der war auch noch gedeckt. Also, er hat seine Miete zwar spät gezahlt, aber er hat sie gezahlt. Jetzt haben wir den Dezember die Miete erhalten. Im Januar haben wir auch die Miete erhalten, aber wie natürlich zum 1.12. angekündigt, endet sein Mietvertrag zum 31.01., wenn er keinen neuen Mietvertrag unterschreibt. Hat er nicht. Was er aber allerdings hat, ist einen neuen Kommunikationskanal geöffnet. Und zwar, er schickt dann Textnachrichten an unsere Office-Nummer. Diese Textnachrichten, da haben wir mehrmals schwarz auf weiß stehen, dass er nicht ausziehen wird. Und er schon angekündigt hat, dass er den 31. ignorieren wird. Ja, dann ist der Januar rum. Im Februar gibt es natürlich keine Miete mehr. Aber der Mieter ist immer noch im Haus. Das heißt, am 1. Februar ist der Mieter noch im Haus und wird jetzt damit quasi zum Hausbesetzer. Und damit fängt auch der Eviction-Prozess an. Jetzt hat man natürlich einen Mieter oder einen Hausbesetzer, der in einem Haus wohnt, für das er keinen Mietvertrag hat, keine Miete bezahlt. Jetzt muss der Mieter raus. Hier siehst du jetzt alle Stationen, die unser Fall vorab in der ersten Runde sozusagen genommen hat. Also am 4.2. haben wir den Landlord-Tenant-Complaint gefiled. Da geht man einfach zum District Court, das ist die kleinste Gerichtsbarkeit hier in den USA, und filet diesen Landlord-Tenant-Complaint, was faktisch nur eine Seite ist. Und auf diese Seite legt man da, wie der Fall aus unserer Sicht ausschaut. Dann schickt das Gericht einen sogenannten Bailiff raus. Der Bailiff ist jemand, das ist ein bewaffneter Gerichtsdiener. Der klopft dann beim Mieter und in diesem Fall siehst du, 5 Tage später, am 9.2. hat er beim Mieter geklopft und dann kriegt der Mieter von einem bewaffneten Bailiff einen Zettel zugestellt, wo drin steht, hier, da ist dein Anhörungstermin. Lieber Mieter, du wolltest es drauf ankommen lassen, du wolltest mit einem Judge, also einem Richter, reden, da ist dein Termin. Der Termin hat dann am 15.2. stattgefunden. Wir haben in unserem Filing, also wo wir das Complaint gefeilt haben, haben wir gesagt, wir wollen kein Geld vom Mieter haben, wir wollen eigentlich nur die Wohnung zurückhaben, der soll einfach ausziehen und dann ist für uns der Fall abgeschlossen. Wir wollen keine Anwaltskosten, wir wollen keine Gerichtskosten und wir wollen auch keinen Schadensersatz oder irgendwas haben. Der Richter hat das Ganze genommen, hat aber jetzt so geurteilt, du siehst auch hier, das Judgment for Plaintiff, das heißt für uns, in unserem Sinne hat er geurteilt. Er hat aber nicht das gegeben, was wir wollten. Wir wollten 10 Tage, das ist die Mindestfrist, bis zur Possession, bis zur Wohnungsübergabe. Aber kein Geld. Der Richter hat aber jetzt gesagt, lieber Hausbesetzer, du hast 30 Tage Zeit. Aber dafür schuldest du denen jetzt natürlich die Anwaltskosten, die Gerichtskosten und die ausstehende Miete auf einmal. Wohl wissend, dass der Mieter das nicht bezahlen kann, Hausbesetzer.
Kann er nicht bezahlen, aber er hat jetzt eben 30 Tage Zeit. Nochmal, wir sind jetzt schon Mitte Februar. Das heißt, er hat Dezember keine Wohnung gesucht. Er hat Januar keine Wohnung gesucht. Und er hat Februar jetzt angefangen, vielleicht mal sich eine Wohnung zu suchen. Schwierig. Der Mieter wollte mit einem Richter reden, hat es drauf ankommen lassen. Ja, und jetzt hat er seine Chance gehabt und verloren. Also, jetzt hat der Richter gesagt, in 30 Tagen bist du aus dem Haus. Was hat der Richter noch geprüft? Der Richter hat sich in dieser Anhörung eigentlich jetzt nur die Rechtslage angeschaut und die ist in diesem Fall klar. Wir haben alle Fristen eingehalten, es gibt keine Prozessfehler, keine Verfahrensfehler. Fristen waren gewahrt, der Prozess war komplett eingehalten und das ist das, was der Richter sich angeschaut hat. Dann hat er natürlich einen gewissen Spielraum, den er mit diesen 10 versus 30 Tagen auch ausgereizt hatte. Mehr kann der Richter nicht geben. Und deswegen hat er gesagt, okay, dieses Urteil fällt im Namen des Klägers, also in diesem Fall Beschwerdeführer oder wie man es nennt, der Plaintiff, also das waren wir. Wir haben gesagt, wir wollen die Wohnung innerhalb von 10 Tagen. Der Richter hat gesagt, ich gebe euch 30. Das ist der Fakt. Und damit ist jetzt aber auch der Hausbesetzer, also der ehemalige Mieter, ein verurteilter Hausbesetzer. Er ist jetzt in diesem Eviction Case verurteilt worden. Er hat jetzt ein Judgment gegen sich. Das hat nun wiederum folgende Auswirkungen. Dieser Mieter oder dieser Hausbesetzer jetzt wird bei jeder Wohnungssuche hier in den USA, wenn er sich bei einem Vermieter bewirbt und sagt, ich würde gern bei dir in eine Wohnung einziehen, wird ihm bei einem Background-Check immer wieder dieser Eviction Case auf die Füße fallen. Das heißt, dieser Record ist auf seinem Kerbholz. Und dieses Kerbholz ist öffentlich einsehbar. Das heißt, wenn ich jetzt danach suche, wer hat eine Eviction, dann wird sein Name auftauchen. Und das macht es für ihn natürlich noch schwieriger, da später mal eine Wohnung zu finden. Tja, aber er hat jederzeit die Chance gehabt, diesen Prozess abzubrechen, zu kommunizieren und die Sache auflösen zu können. Wollte er nicht, er hat gepokert, hochgepokert und verloren. Hier siehst du jetzt nochmal den gesamten Prozess nach diesem Urteil. Also nochmal, am 4.2. Complaint gefeilt, am 9.2. hat der Mieter diese Unterlagen bekommen. Am 15. war dann die Verhandlung. 30 Tage hat ihm der Judge gegeben. Diese 30 Tage, 15.2. plus 30 Tage, wären dann der 18.3. beziehungsweise, ja, wären auf jeden Fall dann Mitte, Ende März. Da war der Mieter aber immer noch nicht raus. Er hat weder seine Schulden bezahlt, natürlich bezahlt er die nicht. Er hat die Wohnung nicht geräumt, keine Schlüsselübergabe gemacht. Er war also immer noch da. Er hat die Frist, die Gnadenfrist, die ihm der Richter gegeben hat mit diesen 30 Tagen, einfach auch ungenutzt verstreichen lassen. Wieder gepokert und nochmal verloren. Dann gibt es natürlich von uns die Forderung, die Order for Possession. Das heißt, wir schreiben sozusagen das Urteil für den Richter vor. Oder was wir von ihm möchten. Und der Richter kann das dann unterschreiben und sagen, ja, das ist rechtens, ihr könnt jetzt diese Order kriegen. Das ist sozusagen ein Gerichtsurteil, dass wir jetzt eine Possession beantragen können. Also wir haben die Possession schon, kriegen dann einen Zettel, wo drauf steht, das ist eure Order. Und mit dieser Order geht man dann hier zum Sheriff. Und der Sheriff guckt sich die Order an, ist die legitim, ist die rechtens? Ja, die ist rechtens. Dann ist der Auftrag des Sheriffs, einen freien Termin zu finden, wo er oder seine Deputies diese Räumung durchsetzen können. Der Mieter geht nicht raus, der Sheriff wird jetzt involviert und der Sheriff muss irgendwann mal bei dem Mieter innerhalb der nächsten 10 Tage aufschlagen und diese Räumung durchsetzen. Und das siehst du jetzt auch hier an den Terminen. Also du siehst, am 24.3. wurde die Order für Possession angefragt und uns gegeben. Das heißt, das war ein elektronischer Prozess, eine E-Mail. Der Mieter ist immer noch da und der Judge sagt, hier, klar, unterschreibe ich euch, hat den Zettel unterschrieben, zurückgeschickt. Mit diesem Zettel geht man dann zum Sheriff am selben Tag und der Sheriff hat dann natürlich auch die Räumung anberaumt. Und dann siehst du, am 29.3. wurde diese Order für Possession successfully served. Das heißt, der Mieter wurde informiert, du, die haben jetzt einen Zettel, der sagt, dass du hier rausgehst und zwar so oder so. Und zwar innerhalb der nächsten 5 bis 10 Tage wird dieser Termin stattfinden. Wie du siehst, wir sind jetzt hier schon im April. Das heißt, Dezember keine Wohnung gesucht, Januar keine Wohnung gesucht, Februar keine Wohnung gesucht, März keine Wohnung gesucht und jetzt sind wir im April. Überraschung, jetzt muss er sich eine Wohnung suchen, sonst, ja, die Nummer, die endet nicht gut. Der Mieter hat mit uns nicht kommuniziert. Das heißt, er hat die ganze Zeit alle Fristen ausgereizt, einfach durch Nichtstun, nicht wegen bewusst, sondern einfach durch Nichtstun. Hat alle Fristen ausgereizt und hat es wirklich drauf ankommen lassen und jetzt wieder verloren. Jetzt kam der Sheriff und hat gesagt, hier, da ist dein Termin. Und zwar hat er das durch einen bunten Anschlag an der Haustür gemacht. Also dieses Posting hat auch wieder der Sheriff gemacht und zwar diesmal an der Haustür.
sichtbar für alle Nachbarn, dass hier in diesem Haus in den nächsten Tagen Action stattfinden wird. Ja, das ist natürlich die peinlichste Variante, aber dennoch, es war notwendig. Der Mieter hat einfach auf nichts reagiert und der Sheriff hat jetzt den Termin gesetzt. Nach diesem bunten Türanschlag, der Eviction Notice, also wo es dann wirklich hart auf hart kommen würde, nun wollte der Mieter plötzlich reden. Ja, die Zeit zum Reden ist aber vorbei. Das Einzige, was jetzt nur noch relevant ist, ist, wann ist die Schlüsselübergabe? Das war dann am 11.04. hat die Schlüsselübergabe erfolgt. Er hat kurzfristig angerufen und gesagt, er würde gerne heute Mittag um 10 Schlüsselübergabe machen. Dann war er um 12 und dann war er immer noch nicht fertig, hat aber dann Schlüsselübergabe gemacht. Also das sah in der Form aus, da ist der Schlüssel. Mehr war es nicht. Ich war in diesem Fall überraschenderweise allein, also ich hatte kein Backup dabei. Der war mit ein paar Jungs da, die haben die Wohnung ausgeräumt in den großen U-Haul. Aber am Ende war der U-Haul, dieser Umzugstruck, der war leer und die Wohnung war noch voll mit Müll. Also es war unglaublich viel Müll, aber das ist ein anderes Video. Ja, jetzt hatte ich die Schlüssel, die Wohnung wie gesagt voll und dann habe ich beim Gericht angerufen, beziehungsweise beim Sheriff und habe gesagt, ja Jungs, die Nummer ist abgeblasen, die Eviction brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Der ist ausgezogen, wir haben wieder Zutritt zur Wohnung, wir haben die Schlüssel, er ist weg. Da sagt mir der Sheriff, also, ja, wir wären jetzt in 10 Minuten da gewesen. Also, der Mieter hat nochmal wirklich das allerletzte abgewendet, indem er einfach abgehauen ist. Das hätte er vorher schon haben können, er wollte es bis zum Schluss ausreizen. Das ist jetzt die Nummer gewesen für ihn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn er jetzt noch da gewesen wäre? Ja, wie läuft sowas dann ab? Der Sheriff hat den Auftrag, die Wohnung an den Eigentümer zu übergeben. So oder so. Das heißt, wenn der Mieter die Tür nicht aufmacht, wird sie aufgemacht. Also wir würden dann den Schlüsseldienst mitbringen, der macht die Tür auf. Die Jungs stehen mit gezogener Waffe draußen und stürmen rein, weil sie nicht wissen, was sie drin erwartet. Nehmen den Mieter mit und stellen ihn raus. Wenn er dann Widerstand leistet, wird er gleich mitgenommen. Leistet er keinen Widerstand, steht er trotzdem draußen. Dann spricht ihm der Sheriff sozusagen Betretungsverbot oder Hausverbot aus. Das heißt, der Mieter hat dann an diesem Haus, obwohl seine Sachen ja alle noch drinstehen, keine Rechte mehr. Wenn der Mieter dann wiederkommt, dann ist es Trespassing, also unbefugtes Betreten würde ich das übersetzen, und dann kann die Polizei ihn direkt mitnehmen. Ja, seine Sachen stehen wie gesagt schon drin und hier in Pennsylvania, da nennt man sowas einen Lockout. Das heißt, der Mieter wird vor die Tür gebracht, hat eine halbe Stunde Zeit, seine Sachen zu packen, wird vor die Tür gebracht und alles, was in der Wohnung ist, wird eingeschlossen. Dann hat der Mieter 10 Tage Zeit, dem Vermieter zu sagen, ob er die Sachen noch behalten möchte oder ob die auf Müll kommen. Wenn er sie behalten möchte, hat der Vermieter nochmal 20 Tage, die Sachen aufzubewahren und dann für den Hausbesetzer, Squatter, Mieter, wie man es nimmt, einen Termin zur Verfügung zu stellen, wo der Mieter alle seine Sachen abholen kann. Alles andere fliegt auf den Müll. Die ganze Nummer geht natürlich auf die Kosten des Eigentümers, denn die Mieter oder Hausbesetzer in diesem Fall, die können das nicht leisten. In den meisten Fällen ist es einfach so. Natürlich kann man versuchen, diese Kosten von dem Mieter, Hausbesetzer wiederzuholen, aber greift man einem nackten Mann in die Tasche, auch in diesem Fall macht das nicht viel Sinn. Ist es jetzt böse und gemein? Dieser Mieter und später Hausbesetzer hat vom 1.12.2021 bis zum 11.04.2022 Zeit gehabt, sich eine Wohnung zu suchen und diesen Prozess jederzeit zu beenden. Er hat hoch gepokert und hat alles verloren. Und in diesem Fall ist besonders schlimm, er hat nur nicht für sich gepokert, sondern er hat auch noch eine 10-jährige Tochter dabei gehabt. Und er hat für sie mitgepokert. Und das ist dreimal schlimm. Das heißt, er hat nicht nur verloren, er hat haushoch verloren. Wir haben mehrere Stationen gehabt, wo wir diesen Mieter, Hausbesetzer Optionen aufgezeigt haben, die Sache abzubrechen. Er hat auf nichts reagiert, er hat es einfach bis zum Ende durchgezogen, ausgesessen und final komplett verloren. Er wurde vor die Tür gesetzt. Was hättest du jetzt anders gemacht? Siehst du eine Möglichkeit, so eine Sache anders zu lösen? Wenn ja, schreib es mir mal in die Kommentare. Was hat die Sache nun insgesamt uns gekostet? Der Mieter schuldet uns noch immer 3 Monatsmieten. Anwaltskosten, Gerichtskosten. Das ganze Haus war nicht vermietbar, das heißt, die andere Wohnung könnte man mit dazu rechnen. Dann war noch eine mega Entrümpelung. Der Teppich musste raus, den Teppich können wir ihm jetzt nicht anlasten. Auf jeden Fall, summa summarum, sind es wohl 5.000 Dollar circa Schaden, die der Mieter, Hausbesetzer verursacht hat. Demgegenüber stellen 900 Dollar Kaution, das heißt so 4.000, 4.100 Dollar. Ungefähr ist der Schaden, den die gesamte Aktion gekostet hat.
Jetzt könnten wir natürlich hingehen und sagen, ja, lieber Richter, du hast uns ja schon mal den Titel gegeben, das Geld, das haben wir vom Mieter nicht bekommen. Hinzu kommen noch die nächsten Monatsmieten, folgende Schaden, folgende Entrümpelungskosten. Dann sagt uns der Richter, na klar, das unterschreibe ich euch, ihr habt jetzt folgenden Titel, $5.000 gegen diesen Mieter. Und dann? Dann könnten wir natürlich hingehen, müssten jetzt rausfinden, wo der Mieter wohnt, weil das hat er uns auch nicht gesagt. Wir wissen es zwar, aber er hat es uns nicht direkt gesagt. Dann können wir diese $5.000 von ihm einfordern. Nackter Mann, Tasche, selbes Prinzip, er hat es nicht. Jetzt könnte man das Ganze durchprozessieren, aber diesem ganzen schlechten Geld, also diesen $5.000, diesem schlechten Geld, würden wir jetzt ja noch gutes Geld mit Anwaltskosten und Ähnlichem und Zeit hinterherwerfen. Also, was machen wir? Wir schreiben es ab, Haken dran. Wir kennen jetzt die Prozesse, wir kennen alle Prozesse um diese ganze Eviction herum. Wir haben super Anwälte, von daher Haken dran, mit dem Anwälten Bier trinken gehen, dann ist es einfach, wie es ist. Abgeschrieben. Ja, es gibt noch ein zweites Video zu diesem Fall. Lukas, ich habe noch drei dringende Fragen zu diesem Fall. Also pass auf. Erstens, was sind die Details und Hintergründe zu diesem Typen und zu dieser Räumung? Zweitens, was hat dieser Fall mit dieser TV-Serie Breaking Bad zu tun? Und drittens, warum nennt ihr intern diesen Mieter einfach nur Spoonie? Was ist denn da der Hintergrund? Ich hoffe, du klärst das. Vollkommen richtig. All das erfährst du im zweiten Video dazu. Da würde ich dir empfehlen, falls du es noch nicht getan hast, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dann wirst du umgehend informiert, wenn auch dieses Video online geht. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.